Heute machen wir mal eine Shiny-Jagd. Ich gehe davon aus, dass wir bei 20 Booster-Packungen ungefähr 2 Shinies bekommen. Aber die viel größere Frage ist, was denkst du, wie viele ich heute ziehen werde? Schreib's am besten mal in die Kommentare. So, da haben wir die ersten 10 Packungen. Dann schauen wir mal, ob ich mit 2 richtig liege. Shining Fates oder auch Glänzendes Schicksal hat ja wirklich ein paar tolle Shinies. Ein paar ist gut, ne? Jede Menge Shinies. Da sollte also was drin sein. Erstmal hier mit dem guten Manaphy. Manaphy ist da. Und ein X-Bad V-Max. Direkt als erste Karte hier. Gleich mal eine Ultra Rare. Kann man sich drüber freuen, ne? Nicht das, was wir suchen. Trotzdem erstmal so eine V-Max beim ersten Mal öffnen. Das ist schon ganz nice. Morpeko und ein Moruda V. Die Artwork habe ich noch nie gesehen. Wo ist da das Gesicht? Ey, ich bin blind. Das ist einfach ein Anker. Und ein... Das habe ich ja noch... Okay, ich habe ja schon einige Pokémon gesehen, ne? Aber tatsächlich alle 1000 doch nicht. Nennt mich einfach einen schlechten Pokémon-Fan, wenn ihr wollt. Ist okay, und da haben wir ein Shiny. Legios V. Das erste Shiny. Wie cool. Da ist es. Und Legios. Wie nice. Okay, also eins haben wir schon. Ich habe gesagt 2. Ich bin gespannt, was ihr geschrieben habt. Und am Ende schauen wir dann mal natürlich, wer hier am nächsten liegt. Celebi. Das Celebi mag ich übrigens ganz gerne, weil ich das mit in meinem Lunatone-Deck drin habe. Von Solrock. Da ist Chimpap auch ein toller kleiner Grasstarter. Und noch ein Ditto V-Max. Holy, ey. Also die ganzen Hits, die ich jetzt ziehe, das ist ja. Oh, sollte man vielleicht mal wieder wirklich mal ein paar Shining Fates Booster kaufen, ne? Wenn sie nicht alle immer so teuer wären, ne? Weil natürlich, es kann ja auch das Shiny Glurak hier drin sein, ne? So wie hier auf der Packung auch angegeben. Und das wäre natürlich der Oberknaller, wenn wir es ziehen. Trotzdem gehe ich mal davon aus, 2 sind heute drin und da ist nur 2. Kubuin habe ich vielleicht ein bisschen zu tief gestapelt. Wer weiß. 2 haben wir auf jeden Fall. Jetzt dürfte ich ja theoretisch in den nächsten 13 Packungen kein Shiny mehr ziehen, damit ich richtig liege. Aber nee, dann möchte ich lieber, dass jemand, der höher getippt hat, richtig liegt. Das wäre besser. Guck mal, das Ditto V und das Ditto V Max haben wir. Okay, auch von dem Ditto V gibt es eine Shiny-Version. Die habe ich tatsächlich als echte Karte und nicht nur als virtuelle. Boah, und hier noch ein Sebul V. Ey, eine V-Karte, V-Max, Shinies. Das ist ja wirklich super befriedigend gerade hier mit den Shiny Fates Booster. Atemberaumte Feuerbrunst. Aber sieht geil aus, ne? Mit dem Artwork. Witzig halt, die habe ich auch in echt und da sieht das natürlich nicht so krisselig aus wie hier, ist aber trotzdem einfach cool. Und ein Silvaro. 10 weitere Shining Fates Booster, let's go. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wird es hier bei 2 bleiben oder kriegen wir noch mehr? Naja, und wenn euch diese Jagd auf jeden Fall gefällt, ein Like würde mir natürlich sehr helfen. Wir sind schon längst über den 1000 Abonnenten, aber die 4000 Watchtime, puh, das ist noch ein bisschen hin. X-Bad V haben wir auf jeden Fall hier gezogen. Auf jeden Fall trotzdem danke an alle, die sich auch hier regelmäßig die Videos geben. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Denn um hier YouTube-Partner zu werden, dauert das noch ein bisschen. Aber wir haben den dritten Shiny gezogen. Maritellet? Käferradar. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Nice. Und ein Manaphy. Okay, wir haben 3. Ich bin ja nur ein drüber, ne? Bis jetzt. Ich überlege gerade bei den Shining Fates Boostern, die ich wirklich geöffnet habe, ob ich da auch schon, ob da die Pull Rate der Shinies auch so hoch war. Auf jeden Fall ziemlich cool. Der Petra-Fakt. Okay. Einfach mal hier eine Full Art, eine Trainerkarte. Oh, jede Full Art Trainerkarte, die ich einfach im Spiel ziehe und nicht in echt besitze, die ist immer so ein bisschen, tut immer ein bisschen weh, ne? Auch wenn es ganz schön toll ist, was ist hier los? Vierter Shiny, Olanga V-Max. Alter, was denn das? Wie cool. V-Max Shiny, ey, meine Güte. Und ein Schlaraffel. Ich fühle mich auch, als wäre ich hier im Schlaraffelland. Eieieiei. Und da ist Nummer 5, Mortipod. Okay. Ich habe ein bisschen untertrieben, könnte man sagen. Oder man könnte auch sagen, ich lag Hammer daneben. Aber cool.
Und das einfach noch Nummer 6. Shiny Lapras und eine Full Art. Aber ich glaube, die Shinies sind alle Full Arts, ne? Kann das sein? Ich glaube, bei dem Ditto war das auch so. Ich glaube, das sind quasi die Full Arts der normalen V-Karten, dass es automatisch Shinies sind, ne? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Trotzdem super cool. Zwei Packungen haben wir noch. Hier zum Schluss Chimpap, Bojelin. Da ist Nummer 7, Primovo. Und noch ein Ditto V-Max. Warum nicht? Kann man auch nochmal ein zweites haben. Letzte Packung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ich bin gespannt, auf jeden Fall in den Kommentaren zu gucken, was ihr da Schönes gezogen habt. Was ihr gezogen habt. Was ihr geraten habt. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr hier nach gleich mal da reinschauen mit diesem Galar Smogmog. Bye.